Das ganze Jahr über haben sie abgestimmt. Welcher Tatort war zum Fürchten und welcher genau richtig? Hier kommen die 5 besten und die 5 schlechtesten Tatortfilme des Jahres 2017. Mehr zum Thema Mordsjagd in Wien, spektakulärer Tatort aus Wien mit glänzendem Hauptdarsteller, keine Dialoge, Lösung im Schlaf, Lena Odenthal im ihren Tatort ohne Drehbuch, der neue Stuttgart-Tatort, wenn der Volkszorn entbrennt. Dieser Artikel ist Teil unseres Jahresrückblicks. Hier finden Sie alle unsere Jahresrückblicke und Ausblicke auf 2018. Wappeltasch. Verstehen Sie nicht. So ging es wohl vielen Zuschauern, als sie den Tatort aus Ludwigshafen anschauten. Eine Dreiecksbeziehung und eine Kommissarin, die den Fall im Schlaf, oder vielmehr im Traum löste, das war den meisten einfach zu viel. Und dann auch noch dieser Dialekt. Der Tatort mit Ulrike Volkerts aus dem Januar landete auf dem letzten Platz in der t-online.de-Umfrage. Die meisten von ihnen bewerteten den Film mit der Schulnot 6. Dabei war das Drehbuch eigentlich sehr innovativ. Filmemacher Axel Ranisch traute sich nämlich, die Schauspieler ohne ausformulierte Dialoge einfach mal machen zu lassen. Angekommen ist dieses Konzept dann aber wohl eher nicht.